Vom 23. bis 26. April ist es soweit. Die linke Woche der Zukunft findet statt. Wir wollen mit allen Parteimitgliedern, allen, die sich für linke Politik interessieren, wollen wir in einer Woche der Zukunft die Fragen der nächsten Jahre, die wir als Linke bearbeiten wollen, diskutieren. Warum es sich eigentlich zu kämpfen lohnt, wofür wir diese Kämpfe führen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Element, erstmal zuzuhören. Was sind denn eigentlich die Probleme? Wo soll es hingehen? Wie kann eine Gesellschaft das organisieren, dass man sozusagen seine eigenen Lebenskonzepte verwirklichen kann? Was wird denn aus den klassischen Produktionsketten in Europa, aber auch im globalen Maßstab, wenn es sowas wie den 3D-Drucker gibt? Wie verändern Airbnb und Uber tatsächlich die Welt? Und ist das wirklich was Progressives oder ist es vielleicht etwas, was eher die ganzen traditionellen Regulierungsformen von gemeinsamem Wohnen, auch von Solidarität oder meinethalb auch im Taxigewerbe komplett durcheinander bringt? Welches Menschenbild ist uns wirklich wichtig? Steht im Mittelpunkt der schaffende, voranschreitende, junge, dynamische Mann? Oder geht uns Politik so an, dass jede und jeder sich auf seiner und ihrer Basis entfalten kann? Wie Feministinnen in anderen Ländern Sozialstrukturen schaffen, wo eben Arbeitszeit, Lebenszeit, Sorgearbeit und so weiter auf die Geschlechter gerecht verteilt werden und was sich dadurch auch in der Gesellschaft ändern kann. Ich glaube, da braucht es Modellprojekte. Ich glaube, so eine Modellprojekte muss man entwickeln. Bioenergiedörfer, gemeinsames Organisieren von Zusammenleben in kleineren Gemeinschaften, Mietshäuser-Syndikat beim Wohnen hier in Berlin, also wo letztlich Menschen Häuser kaufen, die sie dann auch gemeinsam nutzen. Dass in Griechenland und Spanien beispielsweise linke Parteien, Syriza und Podemos, auf dem Vormarsch sind, große Erfolge erzielen. Und ich glaube, unsere Frage ist, was können wir auch davon lernen? Wem gehört die Luft, wem gehört das Wasser, wem gehört das Land, wem gehören die Häuser? Und die Idee der Gemeingüter ist eine sehr linke Idee und eine Idee, wo ganz viel passiert, wo es ganz viele Bewegungen und Initiativen gibt. Und deswegen freue ich mich, dass wir am Zukunftskongress darüber sprechen. Wir können die Welt mehrfach ernähren, tun es aber nicht, gucken jeden Tag zu, wie Kinder verhungern. Und darüber zu diskutieren, wie können wir Mechanismen schaffen, die den Reichtum der Welt besser verteilen, dass wirklich auch alle davon ihren gerechten Anteil haben, das ist natürlich eine Aufgabe für die Zukunft der Linken. Welche Eigentumsformen wollen wir? Welche Eigentumsformen sind demokratisch? Wollen wir Verstaatlichungen? Wollen wir Genossenschaften? Wie können wir es organisieren, dass eben möglichst viele Menschen auch mitentscheiden können über die Produktion, aber eben auch über die Art unseres Konsums? Ich denke, dass die kooperative Organisation beispielsweise von Infrastruktur auch dazu beitragen könnte, dass sie dauerhaft erhalten bleibt. Und damit hat man natürlich eine Umverteilung auch vom Privaten zum Öffentlichen, zum demokratisch Kontrollierten. Und das scheint mir eine Vision zu sein, die weit weg ist, aber für die es sich lohnt zu kämpfen. Wenn wir sagen, wir wollen aus dieser Todesindustrie, der Rüstungsindustrie aussteigen, dann brauchen wir Konversionsprogramme. Dann müssen wir gemeinsam mit den Beschäftigten darüber diskutieren, gemeinsame Konzepte entwickeln, wie hier ein Umstieg auf sozial nützliche Produktion stattfinden kann. Wie kann man gegen dieses kapitalistische Wirtschaftssystem tatsächlich mal was machen, dass sich für die Menschen real ihre Lebensverhältnisse verändern und dass sie verbessert werden? Die Antworten sind einfach im Moment nicht da. Also man kann definitiv nicht so leben, wie man sich das vielleicht selber vorstellt im Moment. Müssen wir das hinnehmen oder gibt es da nicht Möglichkeiten, da was dran zu drehen? Und ich glaube, dafür ist dieser Kongress eigentlich sehr gut geeignet. Zum einen eine schonungslose Analyse der bestehenden Produktions- und Reproduktionsverhältnisse mit dem utopischen Überschuss, wie eine andere Gesellschaft, eine ganz andere Gesellschaft in der Zukunft sein kann. Die Linke Woche bietet ein Riesenforum an Diskussionsangeboten, wo man frei nach seinen Prämissen sich einfügen kann, auswählen kann und mitdiskutieren kann. Mit Wissenschaftlern, mit Gewerkschaftern, mit Erwerbslosenbewegungen, Frauenbewegungen, die sich schon jahrelang Gedanken machen. Auf diesen Austausch freuen wir uns sehr. Sodass wir vielleicht nicht nur einen Weg finden, sondern zwei, drei Wege finden können. Und einer von den Wegen wird dann auch funktionieren. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es auf einer Partei jenseits von Parteitagen, wo man ja immer auch ein sehr starkes Korsett vorgegeben hat, einen Raum gibt, wo man zusammen diskutieren kann, sich gemeinsam weiterentwickeln kann und wo man am Ende des Abends zusammen auch schön feiert.